Vincent van Gogh malt in nur 10 Jahren über 800 Gemälde und gilt heute als einer der einflussreichsten Künstler der Kunstgeschichte. Kunst, die heute weltweit gefeiert wird und in den berühmtesten Museen hängt. Klingt nach einer netten Erfolgsgeschichte, nur dass Van Gogh zu Lebzeiten nicht nur ziemlich arm war, mit der Malerei nie richtig Erfolg feiern konnte und auch nur ein einziges Bild verkauft hat. Und neben all dem struggelt er dann auch noch total mit Mental Health. Vincent ist mit der Grund, warum es dieses Klischee des leidenden Künstlers gibt. Und trotz seiner Mental Health schafft er es aber irgendwie, in dieser kurzen Zeit so unglaublich viel zu malen. Und das eben auch in seiner ganz einzigartigen Malweise. Auf den Leinwänden leuchten blau, gelb, grün, orange Töne gemalt in expressiven Pinselstrichen. Viele fragen sich, jemand mit so viel Schmerz malt gleichzeitig so fantasievoll, bunt und expressiv. Wie das zusammenpasst, erkläre ich später. Vincent ist nämlich aber so viel mehr als seine Mental Health. Bevor wir das Fass aufmachen, möchte ich mich erstmal mit ihm als Menschen beschäftigen. Ich reise deshalb in diesem Video genau an die Orte, die Vincent van Gogh in seinen Bildern malte. Ich habe seine Kunst schon so oft in Museen bestaunt, aber will wissen, wie die echte Umgebung aussieht. Einerseits, um eins zu eins zu vergleichen, wie fantasievoll und kreativ seine Kunst ist im Vergleich zur Realität. Und andererseits, weil ich als Künstlerin am besten praktisch lerne. Ich reise in diesem Video nach Amsterdam, um mir dort die Originale und die Malweise anzuschauen, aber auch an Orte wie Saint-Rémy und Arles, wo Van Gogh Zeit verbrachte und selbst viele seiner berühmtesten Bilder malt. Denn dort möchte ich dann im Anschluss meinen eigenen Van Gogh malen, an genau dem gleichen Ort, wo Vincent vor 150 Jahren auch schon stand. Exakt die gleiche Szene, aus heutiger Sicht. Das Ganze werden 2 Teile. Heute kommt Theorie, nächste Woche Praxis. In meiner Monet-Kunst-Doku habe ich sowas Ähnliches schon mal gemacht. Da bin ich nach Paris und in Monets Garten gereist, habe dort die exakt gleiche Szene skizziert, um dann hier in meinem Atelier einen eigenen Monet zu malen. Ich möchte mit dieser Serie unterhaltsame Kunstdokus schaffen, ohne Sepia-Filter und ohne irgendwie Kunst-Opis, die so minutenlange Monologe im Museumsflur halten. No offense an der Stelle. Ich will Menschen hiermit erreichen, die sich sonst null für Kunst interessieren, für die das Ganze viel zu complicated ist. Das Video ist für euch. Ihr braucht euch danach kein anderes Video mehr zu Van Gogh angucken. I got you. Fun Fact, am Anfang Vincent van Gogh spricht man übrigens eigentlich anders aus. Weder Van Gogh noch Van Gogh, sondern es ist Van Gogh. Das war jetzt für die ganz Genauen da draußen, weil ich weiß, dass der Kommentar kommt, das sprichst du falsch aus. There you go. Bevor es aber nach Frankreich an die echten Orte geht, gibt es ganz kurz einen 2-Minuten Crashkurs zur Geschichte zu der Zeit. Ich weiß, es ist immer ein bisschen langweilig, so geschichtliches Blabla. Aber sonst versteht ihr später Vincents Kunst nicht. Also, here we go, 2 Minuten. Vincent wird 1853 in den Niederlanden geboren. 1853, was war da so los in Europa? Historische Ereignisse sind Revolution, die Abschaffung der Monarchie in Frankreich und die Industrialisierung. In London findet die erste Weltausstellung statt, in so einem extra dafür gebauten Kristallpalast. Okay. Ziel davon war es, den technischen Fortschritt zu präsentieren und so richtig mit den Erfindungen zu flexen. Basically eine Riesenmesse in so einem XXL-Gewächshaus. Dieser Fokus auf so Technik und Nutzgegenstände, das war so nice, es zeigt ganz gut so den Headspace der Menschen. Zweck von Malerei war ja auch ganz lange eine dokumentierende Rolle. Ne, Porträts, Landschaften, man hat immer alles so richtig detailgenau gemalt. Weil es gab ja nichts anderes. Man musste halt malen, um die Realität 1:1 abzubilden. Aber das verändert sich im 19. Jahrhundert. Es geht jetzt auch mal darum, Dinge ungeschönt zu zeigen, quasi ohne Beauty-Filter. Das Gewöhnliche, keine idealisierte Welt mehr. Die Maler waren jetzt mal so, nee, so sieht das hier gar nicht aus. So quasi so das Hashtag mehr Realität auf Instagram 19. Jahrhundert-Version. Und das nennt man auch Realismus. Der französische Maler Gustave Courbet hat diesen Realismus ziemlich geinfluenzt, indem er das bäuerliche Leben, Handwerk, schwere Arbeit gemalt hat in dunklen und erdigen Tönen. Das normale Leben so zu zeigen, das war schon so mutig. Das hat die Kunstwelt schon ziemlich getriggert.
Dazu kam dann auch irgendwann die Fotografie. Und als Maler kam man sich dann da bestimmt schon so ein bisschen nutzlos vor. So, wieso soll ich dich jetzt malen, stundenlang, wenn du auch einfach ein Foto von ihr machen kannst? Wobei die Fotos zu der Zeit auch wirklich eher aussehen, als wären die mit so einer Kartoffel aufgenommen, aber okay. Auch ein Grund, warum sich dann der Impressionismus entwickelte. Long story short, Kunst muss jetzt nicht mehr dokumentierend oder bildend sein. Denn Gefühle und die subjektive Wahrnehmung der Künstler kommt jetzt auch mit ins Spiel. Und das ist jetzt auch eine ganz gute Überleitung zu Vincent. Also, 1853. Vincent van Gogh wird in eine Pastorenfamilie, / Kunstsammlerfamilie geboren. Seine Familie ist auch ja, relativ erfolgreich. Ihm gehört Goupil & Cie, eine Kunsthandlung in Paris und London. Also versucht sich Vincent auch erstmal in dem Bereich. Vincent hat außerdem 6 Geschwister, darunter Theo, mit dem er ab dieser Kunsthändlerzeit regelmäßig Briefe schreibt auf Französisch. Und diese knapp 800 Dokumente sind alle überliefert. Und deswegen wissen wir auch heute so viel über Vincents Kunst, wann er was gemalt hat und wie es während dieser ganzen Zeit so in ihm aussah. Vincent fängt also mit 16 Jahren an, bei dieser Kunsthandlung zu arbeiten und wird dann 1873 nach London verlegt. Er lebt auch so zuerst so sein bestes Leben. Er macht sich mit der Kunstwelt dort vertraut, geht ins Museum und empfiehlt Theo in seinen Briefen auch regelmäßig Künstler, die er sich mal angucken soll. Genauso wie Vincent arbeitet auch Theo später bei dieser Kunsthandlung. Und er verliebt sich sogar nur, als er herausfindet, dass ja, sein Girl eigentlich heimlich mit jemand anderem verlobt ist, sendet das Vincent in so eine richtige Downward Spiral. Er merkt dann auch irgendwie auch so auf Dauer, dass er den Kunsthändlerjob nicht mehr so richtig fühlt. Er raucht und trinkt dann sehr viel zu der Zeit, was man ihm dann auch irgendwann sehr ansieht. Und weil er so unglücklich scheint, wird er dann da von seiner Familie rausgeholt und erstmal nach Paris verlegt. Ja, leider klappt es dann auch dort nicht so richtig mit Vincent. Er ist halt auch als Kunsthändler so ein bisschen zu ehrlich. Also wenn es so darum geht, Sachen zu verkaufen, er hat schon so eine sehr eigene Meinung, was gut ist und was nicht so gut ist. Diese Kunsthandlung verkauft er so den Classic Stuff und Vincent ist aber eigentlich so voll zeitgenössisch unterwegs und so richtig ne, in diesem Kunstgame drin. Mag zum Beispiel die Malerei von den Impressionisten und der all das führt jedenfalls dazu, dass er dann früher oder später gekündigt wird. Plan B ist, you guessed it, Prediger werden. Das klappt aber auch nicht so richtig. Vincent struggelt so voll, so einen Platz in der Welt zu finden, sieht sich aber auch weder als Pastor noch als Kunsthändler und ja, sucht eben einfach einen Ort, an dem er hingehört und diesen findet er dann tatsächlich in der Kunst. 1880, mit 27 Jahren, entscheidet sich Vincent dann selbst Maler zu werden. Good for you, Vincent. Er schreibt in einem Brief an Theo: In einer Umgebung von Bildern und Kunstwerken hat mich eine Leidenschaft erfasst. Er beschreibt in der Kunst, sowas wie eine Heimat gefunden zu haben und dass er gar keinen Ort braucht, an dem er sich wohlfühlt, sondern eine Tätigkeit. Wir sind jetzt bei Vincents Kunst angekommen und die lässt sich ganz gut in so 3 Eras unterteilen, und zwar die Bauernleben-Ära, die Paris-Ära und die Südfrankreich-Ära. Fangen wir an mit der Bauernleben-Ära, das nennt man so auch die holländische Periode. Aber ich finde Bauernleben-Ära besser. Und diese Bauernleben-Ära ist ziemlich messy. Ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein. Ich habe mir wirklich überlegt, wie sehr ich hier in die Tiefe gehen will, weil da könnte ich eine eigene Doku zu drehen. Long story short ist, er malt an unterschiedlichsten Orten, zieht immer wieder um, streitet sich parallel mit seiner Familie, vor allem mit seinem Vater, mit diversen Kunstlehrern, die ihm was beibringen wollen, was er dann aber nicht so fühlt. Und mit der Liebe klappt es auch nicht so richtig. Während dieser Zeit ist Vincents Kunst sehr dunkel, mit erdigen Tönen, so gar nicht das, was wir heute von ihm kennen. Und er malt das einfache, bäuerliche Leben seiner Heimat am Vorbild der Realisten. Das beste Beispiel dafür ist das Bild Die Kartoffelesser. Dafür fertigt er nämlich verschiedene Skizzen, Studien von einzelnen Porträts an. Da hat er extra so Leute für gemietet und er konstruiert diese Szene an diesem Tisch so ganz genau, macht sich so voll viel Gedanken. Vincent wollte sich mit diesem Bild beweisen, deswegen hat er auch so viel dafür geübt. Normalerweise geht Vincent so an den Ort, malt das und geht wieder und ist fertig. Die Kartoffelesser hängt heute übrigens im Van Gogh Museum in Amsterdam und ist einfach ein sehr wichtiges Bild dieser Bauerleben-Ära. Allerdings war jetzt so die Pariser Kunstwelt nicht so begeistert davon. Das war eher so, nee. Und das muss dann sehr frustrierend für ihn gewesen sein. Vincent ist nämlich ohnehin schon sehr selbstkritisch mit seinen Arbeiten. Neben der Malerei ist sein Bruder Theo gefühlt so die einzige Konstante in Vincents Leben. Zu diesem Zeitpunkt finanziert Theo Vincents Leben auch schon komplett. Also macht es nur Sinn, dass Vincent, der ja kein Einkommen hat, zu Theo nach Paris einzieht.
Dort wohnte dann im Pariser Künstlerviertel Montmartre, also so basically der beste Ort, an dem man als Künstler zu der Zeit sein kann. Und die Zeit in Paris verändert seine Kunst dann für immer. Wir wissen, Theo networkt gerade fleißig in der Pariser Kunstszene und durch seine Kunsthändlerzeit kennt Vincent selbst auch Monet, Degas, Pissarro, also all die Impressionisten. Das hier hat er zum Beispiel nach Ankunft in Paris im Montmartre gemalt. Man sieht direkt, er setzt sich so richtig mit den künstlerischen Ideen und den Techniken vom Impressionismus auseinander. Besonders als er Seurat kennenlernt, das ist der Dude, der für den Pointillismus bekannt ist. Vincent vermischt diese Technik dann mit seiner Malweise und so werden seine Bilder insgesamt bunter, formkonturiert und insgesamt flächiger. Japanische Kunst war zu der Zeit auch voll der Trend in Paris. Warum? Weil Häfen in Japan diese Kunst für den Handel freigegeben haben und so kam das alles dann nach Europa. Das waren vor allem japanische Drucke, Hokusai sagt euch zum Beispiel was. Das hat den Impressionismus stark beeinflusst. Ich meine, Monet hat sich literally einen Garten nach dem Vorbild gemalt mit Brücke und allem. Da war ich ja auch in der Monet-Doku. Und Vincent war auch einfach ein bekennender Fanboy von Hokusai und hat sich da eben auch einiges abgeschaut. Man kann jetzt sicherlich auch über kulturelle Aneignungen sprechen. Da hat sich halt leider noch keiner Gedanken dazu gemacht. Aber aus heutiger Sicht einfach wichtig mit zu erwähnen und anzuerkennen. Diese Veränderung in Vincents Malweise sieht man vor allem an den Selbstporträts, die er gemalt hat. Davon gibt es allein 20, die er in Paris gemalt hat. Das hier ist zum Beispiel Dezember. Das hier war ein Monat später, im Januar 87. Da sieht man schon ganz gut, dass er die Farben nicht mehr so verblendet, sondern eher nebeneinander setzt. Das hier war dann im Juli deutlich bunter und da malte er auch schon den Schatten im Hintergrund mit einzelnen Farbstrichen. Und das hier hat er dann im September gemalt und hier sind die Formen schon viel konturierter und der Pinselduktus total bewegt. Die Zeit in Paris ist einfach sehr wichtig für Vincents künstlerische Entwicklung. Er ist unter Künstlern in einer Umgebung, die diese Tätigkeit fördert und er malt eben da einfach über 200 Bilder. Das Hauptmotiv vom Impressionismus ist ja eher so das Stadtleben, was Vincent als bekennendes Landei jetzt nicht so fühlt. Also will er zurück in die Natur und deswegen landet er auch früher oder später in Südfrankreich. Und dahin starte ich jetzt meine Reise. Ihr habt das Geschichtliche geschafft, Friends. Ich hoffe, ihr seid noch da. Mein erstes Reiseziel, denn hier fand sich Vincent 1888 auf der Durchreise wieder. Er blieb dann auch hier, weil es ihm so gut gefiel. Heute ist Arles eine wunderschöne alte Stadt in der Provence mit farbenfrohen Häusern, kleinen Gassen, vielen Cafés und ist auch gelegen an einem Fluss, der Rhône, der sich mitten durch die Stadt schlängelt. Vincent malt in seiner Zeit in Arles viele seiner Meisterwerke. Ich bin hier unterwegs auf den Spuren von Van Gogh und suche jetzt genau die Orte, die er damals gemalt hat. Meine Cousine Sina ist auch wieder mit dabei. Sie ist Kunsthistorikerin und hilft mir bei der Recherche vor Ort. Van Gogh malt hier knapp 180 Gemälde, eins davon zu der Zeit sein Wohnhaus. Das gelbe Haus zeigt das Haus, in dem Vincent lebte und mehrere Zimmer mietete, um dort zu schlafen und zu arbeiten, finanziert von seinem Bruder Theo. Okay, Vincents Haus ist zwar nicht mehr gelb und ich glaube, es steht auch nicht mehr, aber es müsste genau da gewesen sein. Hier hat Vincent gelebt. Jetzt ist hier einfach so ein Kreisel und ein Supermarkt. Okay, schauen wir mal, ob wir es schaffen, die genau gleiche Szene nachzustellen. In der ganzen Stadt verteilt sind immer diese kleinen Tafeln, die dann das Gemälde zeigen, was er von dem Ort gemalt hat. Und das hat uns auf jeden Fall die Suche nach den Orten sehr erleichtert. Ah, also Vincents Haus war davor gebaut, wo jetzt die Straße ist. That makes sense. Vincent schreibt Paul, dass ihm das Blau des Himmels gegen das Gelb des Hauses gefiel und aß auch gerne im Restaurant, das man in dem Gemälde auch abgebildet sieht. Hierzu sendet er dann diese Skizze, damit Theo sich das Gemälde besser vorstellen kann. Denn nach wie vor gilt der Deal, Theo versucht, Vincents Bilder in Paris zu verkaufen, Theo finanziert Vincents Leben, damit er mehr malen kann. Die beiden verkaufen leider nicht unbedingt Kunst, weshalb Vincent eben jeden dieser Briefe anfängt, indem er Theo nach Geld fragt, Kosten kalkuliert, schreibt, wie viel er für die Miete braucht, dass er eine Gasrechnung bezahlen muss. Er schickt ganze Einkaufslisten von Farbtuben, Pinseln, Leinwände, die Theo für Vincent bestellen soll. Also jeder dieser Briefe startet damit, dass Vincent sich herzlich für den beigelegten Geldschein bedankt. Er war wirklich echt arm. Das muss man dazu einfach sagen.
In diesem gelben Haus entsteht auch das Schlafzimmerbild. Vincent beschreibt darin violette Wände, einen roten Fliesenfußboden, ein gelbes Bett mit einer roten Decke darauf, grüne Fenster, eine orangene Kommode und ein blaues Waschbecken. An den Wänden hängen die Porträts, die er auch von Eugène Boch und Paul-Eugène Millet gemalt hat, und das Landschaftsbild Felsen mit Eiche. Der Malstil von Vincent ist hier schon sehr vereinfacht. Es gibt kaum Schattenwürfe, insgesamt flächige Gegenstände und eine korrekte Perspektive juckt uns schon lange nicht mehr. Diese Farbgebung fühlt sich für Vincent harmonisch an. Ihr erinnert euch, die Künstler arbeiten jetzt auch eigene Gefühle mit in die Kunst ein. Er hat aber nicht immer nur harmonisch wirkende Farben kombiniert. Ein Kontrast zu diesem Bild, schreibt er, ist das Bild Nachtcafé, das das Interieur des Café de la Gare darstellt. Vincent hatte tatsächlich Drama mit dem Besitzer dieses Cafés und schreibt: Ich habe seine schmutzige Bude gemalt, um ein wenig auf meine Kosten zu kommen. The Shade. Und dann schreibt er auch noch: Das Bild ist eins der hässlichsten, das ich je gemalt habe. Ich habe versucht, mit Rot und Grün die schrecklichen Leidenschaften der Menschen auszudrücken. Das Zimmer ist blutrot und dunkelgelb. In der Mitte ein grünes Billard und vier zitronengelbe Lampen, die orange und gelb leuchten. Es ist, wenn auch etwas anders, in der Art der Kartoffelesser. Vincent merkt hier also, dass er auch mit kräftiger Farbgebung düstere Gefühle vermitteln kann. Der Vibe der beiden Bilder hier ist sehr ähnlich, aber auf total unterschiedliche Art und Weise dargestellt. Vincent kann auch zu der Zeit in Aalen auch an nichts anderes mehr denken als ans Malen. Ich bin 3 Nächte wach geblieben, um zu malen, und habe immer am Tag geschlafen. Aus diesem Brief kommt auch das berühmte Zitat: Oft kommt es mir vor, als sei die Nacht lebendiger als der Tag. Bei dem Café de la Gare waren wir nicht, dafür aber bei der zweiten Café-Szene, die er in Aal gemalt hat, und zwar Café-Terrasse am Abend. Und da geht's jetzt als nächstes hin. Dieses Café heißt heute übrigens auch Van Gogh-Café, aus gegebenem Anlass, I guess. Jetzt sind wir an dem Ort, der die Café-Terrasse darstellt. Das Gebäude und das Café von außen sah eigentlich anders aus früher. Das war vorher eigentlich nicht gelb, jetzt ist es aber gelb. Schlaues Marketing an der Stelle. 10 von 10 durchgespielt. Es stellt ein Café von der Straße gesehen dar, mit einer Terrasse, die von einer großen Gaslaterne erleuchtet wird. In blauer Nacht mit einem Stück gestirnten Himmel. Auch die Nacht fasziniert Vincent schon immer. Nächtliche Szenen oder die Effekte der Nacht auf großen Plätzen zu malen, und zwar vor Ort zur Nachtzeit, das interessiert mich ungeheuer. Die meiste Zeit verbringt Vincent aber nicht damit, die Stadt zu malen, sondern er ist am meisten in der Natur unterwegs. Im April malt er die blühenden Obstgärten mit Aprikosen und Pfirsichbäumen. Die ganze Natur in Südfrankreich und Aal, deswegen mag er das da so gerne, erinnert ihn an die Motive aus den japanischen Doken. Er schreibt seinem Bruder: Schatten und Schlagschatten sind weggelassen und die Farben sind flach und einfach aufgetragen. Im Sommer malt Vincent dann die Weizenfelder vor und während der Ernte. Vincent malt wirklich von morgens bis abends, das geht aus den Briefen ganz gut hervor, und Theo kommt gar nicht mehr so richtig hinterher, ihm genug Material und Tubenfarbe zu schicken. Diese Woche tat ich nichts anderes als malen, schlafen und meine Mahlzeiten einzunehmen. Ich saß mal 12 Stunden, mal 6 Stunden hintereinander an der Arbeit und schlief dann auch 12 Stunden an einem Zug. Das ist wirklich fast schon so, als würde man so deren WhatsApp-Chat-Verlauf lesen. So viel Einblick bekommt man einfach in das Leben von Vincent zu der Zeit. Trotz allem, und das frustriert Vincent, verkaufen die beiden nichts. Er fühlt sich schlecht, dass Theo so viele Ausgaben hat, seinetwegen. Theo glaubt aber so sehr an Vincent, dass er ihn natürlich weiter finanziert. Es ist jetzt so September, Vincent ist seit ein paar Monaten in Aal und träumt eigentlich die ganze Zeit davon, dort eine Künstler-WG zu gründen. Und irgendwann kommt dann Paul Gauguin, der bei Vincent einzieht. Die beiden kennen sich schon aus Paris und kommen eigentlich gut miteinander klar. Spoiler, das Mitbewohner-Dasein endet nicht gut. Die beiden malen dort gemeinsam, sich manchmal auch gegenseitig oder auch dieselben Motive, wie zum Beispiel das Nachtcafé. Und Vincent freut sich unglaublich, dass sein Traum dieser Künstler-WG endlich in Erfüllung zu gehen scheint. Leider geht es so ab Herbst, Winter mit Vincents Mental Health auch richtig bergab. Und dann fangen, ja, leider seine Anfälle oder Attacken, werden die auch genannt, an. Davon hat er dann, ich glaube, insgesamt 8. Und dabei ist Selbstverletzung auch ein Muster. Und jetzt sind wir auch bei der Sache mit dem Ohr angekommen. Und an dieser Stelle folgt ein Trigger-Warning, wenn ihr den Part skippen wollt. Ich habe das Ganze hier in den Kapiteln, da könnt ihr einfach weiterklicken. Die Sache mit dem Ohr. Wie kam es dazu?
Vincent hat immer mal wieder schlechte Mental Health Phasen in seinem Leben und als er sich dann so heftig mit Gauguin streitet, er steckt mitten in so einem Anfall, kann sein Verhalten nicht so richtig steuern, er hat auch Blackouts und versucht sich eben ein Ohr abzuschneiden. Vincent hat also ein abgetrenntes Ohr, was er in diesem Anfall einwickelt und dann ins Bordell geht und den Frauen dort zeigt. Die haben daraufhin Angst vor Vincent, verständlicherweise. Aber das macht er ja nicht absichtlich, sondern er hat halt so einen Anfall. Fun Fact, oder weniger Fun, es gibt Van Gogh Ohr-Merchandise. Und ich weiß auch nicht, ob ich das lustig oder traurig finden soll. Aber in diesem Merchandise sieht man eben auch, dass diese Sache mit dem Ohr so sehr mit Vincent in Verbindung gebracht wird, obwohl das nichts mit seiner Kunst zu tun hat. Vincent van Gogh, wer ist das nochmal? Ach ja, der mit dem Ohr, ja klar, der verrückte Maler. Kenn ich. Das ist so ein Klischee, let's stop that. Das Ganze ist so stigmatisiert, dass man den Menschen so ein bisschen vergisst und nur diese Krankheit im Kopf hat, wenn es auch um seine Kunst geht. Durch Vincents Briefe bekommt man einen ganz guten Eindruck, wie es damals so war, psychisch krank zu sein, wie wenig man ernst genommen wird. Betroffene werden von der Gesellschaft als verrückt abgestempelt, ausgegrenzt und eingesperrt. Spoiler an der Stelle. Vincent wird also ins Krankenhaus eingewiesen, dort wird ihm auch geholfen. Theo, bless him, kommt voller Sorge nach Aal, um zu sehen, was da jetzt los ist. Gauguin hat sich übrigens vom Acker gemacht. Er ist, glaube ich, generell ein bisschen problematic, der Dude. Der L'Espace de Van Gogh in Aal ist damals der Innenhof des Krankenhauses, in das Vincent eingeliefert wurde und heute ein beliebtes Touristenziel. Diesen Platz hier hat er auch gemalt, der heißt heute L'Espace de Van Gogh, also Van Gogh Platz. Und ich kann aber nicht nach oben, also er hat eigentlich das von da oben gemalt als Aufsicht. Also da komme ich nicht hin, aber ja, ihr könnt es euch ja in etwa vorstellen. Es sind auf jeden Fall hier sehr Vincents Farben und die Farben waren früher auch schon so. Das ist doch mal auch gut zu wissen. Was macht also Vincent, sobald er sich so ein bisschen besser fühlt? Er malt, und zwar sein Arzt, Dr. Ray, und auch sich selbst, das berühmte Selbstporträt mit dem Verband am Ohr. Ende Januar geht es Vincent mit der Gesundheit und ich zitiere so lala. Die Malerei beeinflusst sein Wohlbefinden positiv, also malt und malt und malt Vincent, bis es dann wieder zu einem Anfall kommt. Und was ich dann in seinem Brief vom März 1889 gelesen habe, hat mich richtig geschockt. In seinen eigenen Worten: Ich schreibe dir im vollen Besitz meiner Geisteskräfte und nicht als Geisteskranker, sondern als Bruder, den du kennst. Okay, here we go. Eine gewisse Anzahl Leute hat an den Bürgermeister ein Schreiben mit mehr als 80 Unterschriften gerichtet, in dem sie mich als einen Menschen bezeichnen, der nicht würdig sei, in Freiheit zu leben oder sowas ähnliches. Bitte was? Jedenfalls hat man mich lange Tage hier hinter Schloss und Riegel in die Tobsuchtzelle gesperrt, von Wächtern bewacht, ohne dass meine Schuld erwiesen war. Diese Stadtbewohner, literally, oh. Es versteht sich von selbst, dass ich im Inneren meines Herzens viel dagegen zu bemerken hätte. Anstatt ihm zu helfen. Du begreifst sicher auch, dass es für mich ein großer Schlag ins Gesicht war, als ich sah, dass es hier so viele Menschen gibt, die feige genug waren, sich in so großer Zahl gegen einen Einzelnen zu erheben und auch noch gegen einen Kranken. Facts. Go off, Vincent. Sehr reflektiert, sich seiner Krankheit bewusst. Yes! Man verbietet mir hier sogar das Rauchen, was den anderen Kranken erlaubt ist. Ich schwöre, diese Methoden damals. Vincent ist also basically eingesperrt und wird dann auch wieder hospitalisiert. Also er ist halt genau da, wo er sich vor 3 Monaten schon mal befand. Es ist aber in den kommenden Briefen so ein bisschen herauszulesen, dass er eine große Unruhe verursacht hat in den Straßen. Vincent ist zum ersten Mal für längere Zeit in Behandlung und das führt dazu, dass er seine Krankheit als diese anerkennt und akzeptiert. Und dann entschließt er sich dazu, den Schritt zu gehen, sich in eine Mental Health Facility einweisen zu lassen. Das war auch einfacher für ihn, weil er sich nach diesem Vorfall mit den Bürgern einfach auch nicht mehr in der Stadt wohlgefühlt hat. Auch deswegen ist er in diese Heilanstalt gegangen. Vincent packt also all das zusammen, was er sich in den letzten Jahren aufgebaut hat und fängt mal wieder von vorne an.
Es geht nach Saint-Rémy-de-Provence, das liegt knapp 30 Minuten mit dem Auto von Arles entfernt. Auf dem Weg dahin fällt uns auch direkt schon auf, wie die knochigen Bäume am Straßenrand denen in Vincents Bilder ähneln. Obviously hätte ich mir denken können, dass die Natur hier ähnlich aussieht, aber es ist doch nochmal so ein bisschen was anderes, diese ganzen Szenen in Person zu sehen. Dann kommen wir nach Saint-Rémy und genau wie in Arles gibt es hier eine Altstadt, eine Stadtmauer, eine Kirche mit Marktplatz und auch, of course, einige Touristen. Vincent selbst hat hier aber keine Zeit verbracht, zumindest schreibt er in seinen Briefen nicht davon, viel in der Stadt unterwegs gewesen zu sein. Stattdessen war Vincent ja in der Heilanstalt untergebracht, die sich etwas außerhalb von der Stadt befindet. Vincent war hier in Saint-Rémy im Kloster Saint-Paul, wird in den Briefen entweder Heilanstalt, Sanatorium oder auch Irrenhaus genannt. Ich nenne es mal eine Mental Health Einrichtung, auch ja, wenn die Behandlung... Gut. Sprechen wir nicht darüber. Das Ganze war mal ein Kloster, so richtig mit Kapelle und es gibt auch einen Kreuzgang. Und das hier ist der berühmte Ort, wo Vincent dann erstmal für ein ganzes Jahr blieb. Hier sind auch so viele Bilder von Vincent entstanden und deswegen haben wir uns mal die Räumlichkeiten angeschaut, um einfach so einen besseren Eindruck zu bekommen, ja, wo er da eigentlich so war. Es war ein total schöner, friedlicher Tag, als wir da waren. Hat sich irgendwie so ein bisschen komisch auch für mich angefühlt. Da sind doch überall Bildreferenzen aufgebaut, wo man die Gemälde von Vincent sieht und überall ja Blumenbeete angelegt und ja, so ein paar Touristen laufen da rum und machen Fotos. Die Zimmer gleichen eher Gefängniszellen. Es gibt aber schöne Blumen. Da haben wir Vincent auch gefunden. Hier so ein Schild steht drauf: The Sunflower Thief. Da ist er ja. Der Vincent hier die Sonnenblume abgerupft. My friend, soll ich? Ja, gut. Blumen abgerupft. Zuerst fühlt sich Vincent dort auch so ein bisschen unbehaglich und ängstlich. Er hört nachts Rufe der Patienten, was ich mir ziemlich creepy vorstelle in dieser Atmosphäre. Er merkt dann aber sehr schnell, dass er mit den Patienten dort auch eine Gemeinsamkeit teilt und es kommt so ein Gefühl von Gemeinschaft auf. Vincent merkt, dass man nach einem Anfall trotzdem immer noch gleich behandelt wird und nicht ausgegrenzt, so wie das die Bürger in Arles gemacht haben. Vincent hat also dort ein Schlafzimmer und bekommt ein weiteres Zimmer, das er als Atelier nutzen kann, um dort zu malen. Vincent malt zu der Zeit also hauptsächlich seinen Blick nach draußen. Das Kloster ist damals umgeben von Feldern, von Weizenfeldern, die er sehr, sehr oft darstellt. Gleichzeitig sind da aber auch die Alpil, das sind die Berge, die man im Hintergrund vieler Bilder sieht. Und ich finde es wirklich cool, dass man heute immer noch 1:1 abgleichen kann, was er da mal so gemalt hat, weil die Berge sind ja nicht im Vergleich zu irgendwie Pflanzen, die anders wachsen oder Felder, die umgepflügt werden oder die bebaut werden. Die Berge sind halt noch da und genauso wie früher. Deswegen kann man total gut sehen, was er da in seinen Bildern malt. Die Straße runter sind doch so Olivenbäume, die extra auch immer gestutzt werden, damit sie so aussehen wie in Vincents Kunst. Was fällt bei Vincents Kunst auf? Vincent malt die Szenen, die er auf diesem Gelände sieht, immer von der Natur ab. Bis auf bei Starry Night. Das wohl berühmteste Gemälde von Vincent und auch natürlich einer meiner Favoriten. Und dieses Bild macht keinen Sinn. Also perspektivisch. Wir haben bei unserem Saint-Rémy-Besuch versucht, dieses Bild zu finden und ja, haben dabei eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Sternnacht zeigt einen turbulenten Wolken- und Sternhimmel im Hintergrund, der eine Sommernacht im Juni 1889 darstellt. Man sieht zum Beispiel auch die Venus klar. Diesen Sternhimmel zu der Zeit kann man zum Glück ganz gut rekonstruieren. Man sieht die Alpil, die so rechts den Bildrand hochwandern, die er ja auch schon mehrmals dargestellt hat am Tag. Genauso wie eine Stadt, einen hohen Kirchturm
und im Vordergrund dann eben diese große, geschwungene Zypresse. Nur dass das Bild in seinen Briefen nicht unbedingt viel erwähnt wird. Willst du mir damit sagen, dass Starry Night schlecht ist? Deswegen wollte ich umso mehr an diesen Ort, um zu schauen, ob ich da so eine Szene finde. Online steht nämlich immer gerne Folgendes. Starry Night zeigt den Blick aus Vincents Zimmer auf die Stadt Saint-Rémy. Wir haben also mal geschaut, ob man die Stadt aus Vincents Zimmer sehen kann. Okay, hier ist das Zimmer. Auf jeden Fall echt klein. Aber sieht man von hier aus die Stadt? Jetzt nicht so richtig eigentlich. Also ich kann den Kirchturm nicht erkennen. Man sieht auf jeden Fall die Alpil, also die Berge, die sieht man schon. Aber keine Stadt, nicht so richtig, so ein kleines Dorf vielleicht. Aber ich finde, das Bild mit den Weizenfeldern passt dann schon deutlich mehr zu dem Blick aus dem Fenster, auch so mit der Mauer, den Bergen und dem Himmel im Hintergrund. Eine Stadt sehe ich da jetzt nicht. Okay, also Vincents Zimmer ist das eine da oben hinter dem Baum mit den Gittern. Und er guckt halt in diese Richtung. Die Stadt ist aber da. In die Richtung. Das heißt, es kann gar nicht sein, dass er das aus seinem Zimmer gemalt hat. You heard it here first. Plot Twist. Das eigentliche Zimmer befand sich in einem ganz anderen Gebäude, das aber heute immer noch als Behandlungszentrum genutzt wird und deshalb nicht zugänglich ist. Das befindet sich hinter dem Kloster. Jetzt könnte man meinen, okay, ja, vielleicht hat ja das Fenster dann Richtung Stadt gezeigt. Nee, selbe Richtung wie bei dem neuen Zimmer. Richtung Feld. Die Stadt liegt aber in dieser Richtung, also da geht's den Berg runter. Also zeigt Starry Night schon mal nicht den Ausblick aus seinem Fenster. Wir haben dann mal versucht, das Bild weitestgehend zu rekonstruieren und geschaut, ob wir rund um die Einrichtung noch einen anderen Blick auf die Stadt finden können. Wir fahren jetzt mal so ein Stück den Berg weiter hoch und gucken, ob wir dann eine bessere Aussicht bekommen auf Saint-Rémy. Und vielleicht haben wir Glück und wir finden noch in etwa die Szenerie. Diese Einrichtung befindet sich auf so einer Anhöhe und dann kann man eben runter in die Stadt gucken. Das heißt, wir sind mal mit dem Auto die Berge, also in die Alpil hochgefahren, um zu schauen, ob man da halt irgendwo auch hingehen könnte, um das dann abzumalen. Aber da war die Sicht überall von hohen Bäumen versperrt. Wir haben uns so 1 Kilometer im Umkreis von dieser Einrichtung bewegt und wir konnten vielleicht gerade mal so diese Spitze vom Kirchturm sehen. Wir haben die eben beim Vorbeifahren gesehen. Könnte hier in etwa gewesen sein. Mal gucken. So ein ganz bisschen hinter den Büschen. Ja. Aber auch wieder so, ein ganz bisschen. Und da sind wir nämlich auch beim nächsten Problem. Diese Kirche macht keinen Sinn. Wir sind also mal in die Stadt runtergefahren, um uns genauer anzusehen und zu prüfen, aus welcher Perspektive er die hätte malen können. Man sieht in Sternnacht ja diesen Turm und dann ja diese 2 Dächer rechts und links. Hat er alles in der gleichen Farbe gemalt, in so einem Hellblau. Darauf lässt sich schließen, dass es zusammengehört. Und die Kirche in Saint-Rémy sieht aber so ein bisschen anders aus. Ich wollte euch heute eigentlich in Ruhe den Kirchturm zeigen, aber hier ist jetzt heute Markt. Anyway, da ist der Kirchturm. Sina studiert Kunstgeschichte mit Fokus auf Kirchen, also kennt die sich richtig aus. Und die hat sich das mal ein bisschen genauer angeguckt. Also, ich stehe hier gerade unter dem Portikus und um ehrlich zu sein, haben wir die Aufsicht gesucht, die Van Gogh verwendet, aber das hier kann es einfach nicht sein, weil wir hier diese Tempelfront haben mit den Säulen und das verwendet er nicht. Es ist einfach viel schlichter gehalten mit einem einfachen Rundbogenfenster, da müssen wir von woanders nochmal schauen. Hier sind wir nicht richtig. Wir sind auch mal so ein bisschen rumgelaufen in der Stadt, um zu gucken, ob wir die Kirche aus irgendeiner Perspektive hätten aufnehmen können, dass sie zum Gemälde passt. Okay, hier müsste man jetzt eigentlich den Blick auf die Kirche haben, aber es ist halt einfach alles zugebaut, weil das Stadtmauer ist. Das heißt, wir müssen noch mal woanders was suchen. Diese Kuppel passt einfach nicht ins Bild. Egal aus welcher Perspektive in dieser Stadt man auf die Kirche guckt, diese Kuppel ist immer im Bild. Auch diese Tempelfront dazu macht irgendwie keinen Sinn. Also stellt sich die Frage, ist das in Starry Night überhaupt Saint-Rémy?
Vincent selbst war ja eigentlich auch kaum in Saint-Rémy, er war ja eigentlich nur bei dieser Einrichtung. Als wir dann in Arles waren, haben wir dann auch noch folgende Vermutung aufgestellt. Wir sind gerade in Arles und irgendwie ist hier auch so ein Kirchturm. Und der hat auch keine Kuppel. Vielleicht ist es auch der bei Sternennacht. Eine sinnvollere Theorie ist, dass der Kirchturm in Starry Night sich an den Kirchen aus seiner Heimat orientiert. Zum Beispiel diese hier aus einem Bild von Van Goyen. Und wenn euch das noch nicht überzeugt hat, was nämlich auch überhaupt keinen Sinn macht, sind die Alpil, also die Berge im Hintergrund. Die befinden sich nämlich hinter der Einrichtung den Berg hoch. Angenommen, Vincent schaut also auf die Stadt herab, dann wären die Berge im Rücken, hinter ihm, nicht vor ihm. Das letzte Bildelement, die Zypressen, sind auch sehr interessant, denn die Zypressen sehen eigentlich nicht so aus, sondern eher so. Warum malt Vincent die dann so? Ich habe das nie so richtig verstanden, bis ich vor Ort war. Wir haben nämlich die Straße runter von dieser Einrichtung eine Zypressensammlung, das waren so mehrere auf einmal. Nimmt man mehrere Zypressen auf einem Haufen in unterschiedlichen Höhen und ein bisschen Wind, dann sehen die Zypressen so aus. Ich meine, Starry Night zeigt literally einen sehr stürmischen Himmel mit Wolken, mit Bewegung. Es macht ja nur Sinn, dass dann auch die Zypresse windig ist und im Wind weht. Und es war halt vielleicht ein stürmischer Abend, den er da darstellt oder an dem er sich inspiriert hat. Und deswegen sieht die Zypresse halt so aus und nicht so. Ich hoffe, das macht Sinn. Interessant ist eben auch, dass Vincent mehrmals Starry Night ähnliche Studien malt, bei Tag bzw. bei Dämmerung, ebenfalls aus seinem Zimmer. Und darin sieht man Himmel, Berge, Felder, Zypressen, keine Stadt, kein Kirchturm. Starry Night ist ein Fantasiebild. Es gibt diese Szene nicht. Deswegen kann ich sie auch nicht finden, sie euch nicht zeigen, aber man kann sie eben ganz gut rekonstruieren. Mich hat es etwas frustriert, dass Vincent dieses Bild nicht einmal beschreibt. Er spricht zwar mehrmals, ich glaube 4-5 Mal von Sternennacht, er meint damit aber dieses Bild. Das ist Sternennacht über der Rhone in Arles, was er Monate vorher gemalt hat. Das ist so ein bisschen verwirrend, weil all diese Male, die Vincent Sternennacht im Bild erwähnt, dachte ich die ganze Zeit, er spricht von Sternennacht, Sternennacht. Woher wissen wir, dass er das andere meint? Weil Theo Starry Night over the Rhone ausgestellt hat und ein Kunstkritiker darüber einen Artikel erwähnt, in dem er einen Fluss erwähnt. Erst am 19. Juni 1889, als er in Saint-Rémy war, schreibt Vincent Theo, dass er eine neue Studie vom Sternenhimmel malt. Ich habe jetzt eine Landschaft mit Olivenbäumen und auch noch eine neue Studie vom Sternenhimmel. Und das ist das einzige Mal, dass das Bild auch nur ansatzweise erwähnt wird. Und diese Mystery dahinter ist natürlich auch so ein bisschen interessant, weil man nicht so ganz weiß, warum er das so gemalt hat. Es ist einfach ein Fantasiebild, was er so sich im Kopf zusammengebaut hat. Chapter closed. Aber wie geht's eigentlich Vincent zu der Zeit? In der ersten Hälfte seiner Zeit in Saint-Rémy hat Vincent eigentlich kaum Attacken. Er malt halt sehr viel, aber das ändert sich im Juli. Er hat eine schwere Attacke, malt daraufhin eine lange Zeit dann nicht mehr, geht nicht raus und das wiederholt sich alle paar Monate. Jedes Mal, wenn eine weitere Attacke kommt, dann verunsichert ihn das sehr. Vincent jetzt nachträglich zu diagnostizieren, ist natürlich schwierig, denn er ist nicht mehr da. Da er seine Symptome in den Briefen ganz gut dokumentiert hat, kann man das so ein bisschen nachträglich versuchen. Viele vermuten, dass er unter Epilepsie geleidet hat. Auch schon in seinen Briefen ist diese Krankheit ein paar Mal erwähnt. Andere vermuten, dass er bipolar sein könnte. Aber natürlich kann man das jetzt nicht genau sagen. Vincent will eigentlich da weg und lieber in Theos Nähe, der mittlerweile mit Frau und Kind in Paris lebt. Dieser verkauft zu der Zeit das erste Kunstwerk von Vincent, und zwar der Rote Weinberg. Als also der Winter geschafft ist und ein Jahr vergangen ist, packt Vincent seine Sachen zusammen und zieht im Mai 1890 nach Auvers. Das liegt etwas außerhalb von Paris, da haben schon mehrere Maler gearbeitet und außerdem hat Vincent dort eine Unterkunft und kann so in Theos Nähe sein. Und ja, hier verbringt Vincent die letzten Monate seines Lebens. Nach Auvers habe ich es für diese Doku leider nicht geschafft, dafür aber ins Van Gogh Museum nach Amsterdam.
Hier rechts von mir steht das Van Gogh Museum und das ist das, ja, das Museum mit der allergrößten Van Gogh Sammlung, also definitiv der richtige Ort für diese Doku und wo man auch eben viel über Van Gogh lernen kann und seinen Werdeweg als Maler. Und aktuell gibt es eine Sonderausstellung, wo seine Zeit in Auvers dokumentiert ist und viele dieser Bilder, die er in den letzten Monaten seines Lebens malt, ausgestellt sind. Wirklich so faszinierend, Vincents Malweise in echt zu betrachten. Ich finde, kein Foto oder Video kommt daran. Und es ist wirklich sehr, sehr einzigartig, dass alle Bilder, die er in Auvers gemalt hat, an einem Ort zu haben. Die hängen nämlich normalerweise in verschiedenen Museen verteilt. Und hier malt Vincent hauptsächlich Landschaftsbilder. Er hat vor Ort auch einen Doktor, Dr. Gachet, der sich hier um Vincent kümmert. Und dieser Doktor versteht endlich mal, wie essentiell die Malerei für Vincents Wohlbefinden ist. Gachet sagt, okay, Vincent, wenn dir das Malen gut tut, mal. Los, mach. Und das lässt sich Vincent natürlich nicht zweimal sagen. Er malt dann daraufhin 1 bis 3 Bilder am Tag. Warum? Es geht ihm in der Zeit zunehmend schlechter. Er hat große Zukunftsängste, er hat Geldsorgen. Außerdem ist Theo auch krank, vielleicht auch mitunter ein Grund, warum Vincent mehr in seine Nähe wollte. All das ist sehr belastend für Vincent, also malt Vincent viel. Ich glaube, um das alles zu kompensieren. Ich muss ja sagen, ich habe größten Respekt für Vincent, dass er die Malerei so als Coping-Mechanismus gefunden hat. Viele verwechseln gerne so den Grund von Vincents Genie als Künstler. Auch wenn die Tätigkeit zu malen Vincent hilft bei seiner mentalen Gesundheit, seine Kunst ist nicht gut wegen seinen mentalen Problemen, sondern trotz seinen mentalen Problemen. Er malt die Häuser mit ihren Strohdächern, die blühenden Walnussbäume, die bunten Gärten. Diese Landschaftsbilder unterscheiden sich von den Studien, die er malt, von zum Beispiel den arbeitenden Leuten, denn es geht hier jetzt um Einsamkeit, deswegen diese weiten Landschaften. Und am Morgen des 27. Juli malt Vincent dann das letzte Mal, und zwar an diesem Bild, das heißt Roots, und zeigt die Wurzeln eines Baumes im Gebüsch. Und das ist schon wieder so, ja, ironisch fast schon, dass ausgerechnet das das letzte Bild ist und unverendet bleibt, weil Wurzeln sind der Ursprung der Natur, die Vincent ja so liebt und verehrt. Und in der Natur beendet Vincent dann auch sein Leben und stirbt 2 Tage später am 29. Juli 1890 an den Folgen einer Schusswunde in der Brust. Theo kommt also direkt aus Paris und am 30. Juli wird Vincent dann beerdigt. Ich habe ja Vincents Briefe gelesen, nicht alle 800, aber ja, auf jeden Fall das letzte Drittel. Und es gibt schon immer wieder auch Andeutungen. Und trotz dieses tragischen Endes hat Vincent so viel Schönes der Welt hinterlassen, dass er heute zu den berühmtesten und beliebtesten Malern der Welt gehört und zu Lebzeiten wirklich davon geträumt hatte, auch nur seine Kosten durch Verkäufe zu decken. Echt, das hätte ihn, glaube ich, zutiefst gerührt. Er schreibt hier einmal über den Maler der Zukunft und seiner Vermutung, dass dieser Maler ein Kolorist ist, also bunt arbeitet, und er beschreibt literally das, was er macht. Und dann kommt sowas wie, aber das ist bestimmt nicht so einer wie ich mit schlechten Zähnen, so nach dem Motto. Da spricht er über sich. Doch, Vincent, it's you. Und Theo, dem er all diese Briefe schreibt, der stirbt ein halbes Jahr später an den Folgen von Syphilis. Vincent und Theo sind tot. Aber wie ist Vincent dann berühmt geworden? Die Antwort ist eine Frau. Are we surprised, everyone? Act surprised. Women to save the day. Wir haben Johanna van Gogh-Bonger zu danken, genannt Jo. Jo, das ist Theos Frau. Und da Vincent ja sein Leben lang alle Bilder und Briefe und alles Theo geschickt hat, erbt sie eben diesen riesigen Nachlass. Ihr müsst euch vorstellen, sie sitzt da jetzt alleine mit ihrem Sohn und 800 Van Gogh-Bildern und 1000 Zeichnungen und 800 Briefen. Jo kannte Vincent auch nicht, da sie Theo kennenlernte, als Vincent in Südfrankreich war. Sie hat den nur einmal kurz gesehen und jetzt liest sie diese 800 Briefe und lernt Vincent zum ersten Mal richtig kennen. Und dann macht sie sich es zur Aufgabe, Theos Werk zu vollenden und Vincent berühmt zu machen.
Und das schafft sie. Sie selbst war eigentlich Englischlehrerin. Sie hatte aber durch Theo immerhin so einen kleinen Fuß in der Kunstwelt. Und dann hat sie das sehr, sehr clever gemacht. Denn sie hat verstanden, dass Vincents Kunst mit Kontext besser ist. Also statt seine Kunst einfach so abzuverkaufen, veröffentlicht sie seine Briefe. Und so kann Vincent seine Geschichte selber erzählen. Genius Move. Iconic. Joe organisierte außerdem sorgfältig zusammengestellte Ausstellungen, die sie selbst finanzierte. Das war zuerst auch nicht so einfach, aber sie schafft es dann, mit einem Berliner Galeristen zusammenzuarbeiten und dann 15 Ausstellungen zu organisieren. Und das bringt dann auch international so einen richtigen Stein ins Rollen. Ein Höhepunkt war auch die von ihr organisierte und finanzierte Ausstellung im Stedelijk-Museum, auf der 457 Werke von Van Gogh gezeigt wurden. Sie verkauft Kunst nur, wenn sie muss, und lässt aber das meiste im Familienbesitz. Fun Fact: Theo und Joe haben einen Sohn, Vincent, der literally nach Vincent benannt ist. Vincent van Gogh 2.0. hat dann das Van Gogh Museum gegründet. Sie ist aber nicht die einzige Frau, die zum Erfolg von Van Goghs Kunst beiträgt. Dann ist da nämlich auch noch Helene Kröller-Müller. Helene kauft nämlich 1909 drei Werke von Van Gogh und wird später zur bedeutendsten Van Gogh Kunstsammlerin. Letzter Fun Fact: Das erste Gemälde, was je verkauft worden ist von Theo, ihr erinnert euch, wurde übrigens auch von einer Frau gekauft, von Anna Boch. Und weil Joe es sich in den Kopf gesetzt hat, zu vollenden, was Vincent und Theo hier angefangen haben, ist Van Goghs Kunst heute so berühmt. Nine million five hundred thousand. Lots of places. 10 million. Going on at 22 million. £500,000 for the last time. Thank you very much. $63 million, $65 million. And selling at $65 million. Chris, your bidder at $65 million. Van Gogh's haystack is sold. Congratulations to you again. 619. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Ende für den ersten Teil meiner Kunstdoku. Nächste Woche kommt Teil 2, denn ich habe natürlich auch meinen eigenen Van Gogh gemalt. Und das auch an einem Ort, der heute noch 1:1 so aussieht wie früher. Wenn du meine Doku unterstützen willst, sende dieses Video an eine Person, die sich dafür interessieren könnte. Auch gerne an eine Person, die sonst überhaupt nichts mit Kunst zu tun hat. Ich wette, das ist trotzdem interessant. An der Stelle auch liebe Grüße an alle Schüler und Schülerinnen, die dieses Video im Kunstunterricht schauen. Props an eure Lehrkraft. Also falls du meine zwei letzten Kunstdokus noch nicht geschaut hast, Mona Lisa und Monet habe ich hier verlinkt. Und wir sehen uns nächste Woche für Teil 2. Tschüss!